Okay, das wäre cool, wenn du den Anfang machen würdest. Ich habe die Frage nicht verstanden. Nee, es wäre cool, wenn du den Anfang machen würdest. Achso, ich soll... Wir sind und geil. So, knaller Anfang. Hallo, wir sind Hammer und Zirkel. Wir sind hier im Jahr bei der Graffiti-Box. 2011 haben wir, wa? Und wir bringen im Oktober richtig krass was raus, nämlich eine EP mit dem verheißungsvollen Namen Sex Sells. Jungs, jetzt wird euer Zeichen gewesen mit Ausziehen und alle. Oder klatschen halt, ja geil. Mensch, jetzt habt ihr mir schon meine erste Frage weggenommen. Cool, wie war denn deine erste Frage? Oder wie wäre deine erste Frage? Ich hatte so eine seltsame weibliche Intuition, die mir gesagt hat, dass da was von euch kommt. Was Großes, was Gutes. Und jetzt habt ihr es schon gesagt. Mist! Also ändere ich meine erste Frage nochmal um. Wir sind hier auf der Graffiti Box Summer Jam. Ihr seid gerade gekommen. Erster Eindruck? Erster Eindruck, wie immer, brachial voll. Voller als die letzten Jahre. Das liegt wahrscheinlich auch an die großartigen Künstler, die hier noch auftreten werden, wie zum Beispiel Hammer und Zirkel. Hammer und Zirkel, Sido ist da und Hammer und Zirkel. Warum kommt ihr eigentlich immer wieder her? Ich meine, jetzt letztes Jahr schon als Moderatoren, dieses Jahr als Künstler. Wie kommt's? Was macht die Veranstaltung so besonders für euch? Ach so. Hi. Nee, ist ein riesengroßes Familienfest, ja. Ein super Treffen. Man trifft DJ-Kollegen, die Kollegen hier, ihre Rapper-Kollegen und die Produzenten, die treffen sich dann immer, setzen sich dann alle in der Ecke und spielen dann alle miteinander. Das ist dann die schöne Sache hier, ja. Ihr hattet ja angekündigt, dass ihr nackt auftretet. Das wird auch passieren. Wir zeigen heute richtig Eier. Die anderen Rapper quatschen immer, aber wir zeigen heute richtig Eier. Sex sells. Korrekt, korrekt. Okay, ihr habt ja vor kurzem den Trailer zu eurem neuen Video veröffentlicht. Da sieht man ja auch schon sehr viel Haut. Allerdings hört man nichts. Man hört nichts von dem Song. Wieso nicht? Weil wir mal einen richtigen Trailer machen wollten. Also beim Kinofilm ist es ja auch so, dass man viel sieht und nichts weiß. Und so ist es jetzt auch. Und unser DJ, der hat das zusammengeschnitten. Das ist nämlich auch unser Film-DJ. Und der hat sich den Scheiß einfallen lassen. Und fantastisch umgesetzt. Genau. Hammer Time gibt's jetzt schon. Gibt's auch ein Circle Time auf der EP? Nee. Yeah. Ja, vielleicht gibt's auch ein Track-Sau-Time. Nee. Nee, gibt's nicht. Hammer-Time ist quasi... Das ist so, dass, weil Georg ja der Größte ist und der Schwerste von uns, hat er natürlich auch am meisten Platz und deswegen, er braucht auch am meisten Zeit. Von allem, beim Essen, beim Duschen, beim... Ach, was weiß ich. Ich bin auch auf jeden Fall der Sympathischste, du Ekel. Also, was für eine Antwort. Ey, wir sind immer noch nett. Patrick ist nur kurz manchmal so zwischendurch arrogant. Was hat die gesagt? Nee. Okay, ich würde gerne nochmal mit euch über euer letztes Projekt sprechen, über Two and a Half Men 2. Ist ja jetzt schon eine Weile draußen, war anders als der Vorgänger. Der Vorgänger war ja kostenlos auf eurer Seite zu erwerben. Das war jetzt ein limitiertes Album sozusagen, was auf 403 Stück limitiert war. Wieso habt ihr diesen Schritt gewagt, jetzt daraus was Kommerzielleres zu machen als eine Free EP? Zwangsläufig kommerzieller. Und warum gerade diese Limitierung auf 403 Stück? Naja, dafür gibt es einige Gründe. Erstmal der typische Hammer und Zirkel Film, einfach machen, weil wir Bock haben. Und zum anderen, weil Two and a Half Men 1 sich einfach unglaublich krass gut gedownloadet hat. Und da dachten wir, ey, okay, Album haben wir jetzt gerade rausgebracht. Liquid hat seine Fanbase, Liquid Walker, der ja damit drauf sein durfte. Da kann er sich auch echt glücklich schätzen. Und ja, die Leute haben auf den ersten Teil fantastisch reagiert und deswegen dachten wir uns, ey, dann machen wir das Ding zum Verkauf, wird laufen, ist ein Sure Shot und genau so war's.
Wunderbar. Ihr hattet ja die Frage auf eurer Homepage gestellt, bevor das Album kam. Ich zitiere: Kann der Erfolg des ersten Teils getoppt werden? Kann der intellektuell höchst anspruchsvolle Humor noch übertroffen werden? Wie würdet ihr die Frage jetzt, ein paar Monate später, beantworten? Ja, konnte er. Das war ja auch einer der Mitgründe, warum wir dann gesagt haben, wir wollen das ganze Ding verkaufen. Wir haben es ja, der erste Teil ist so in einer Woche entstanden, ohne Features, und der zweite Teil ist in anderthalb Wochen entstanden, mit Features. Wir hatten ja Doreen drauf, die auch bald ihr Album rausbringt, und wir hatten den lieben Sido drauf, und wir hatten Oli Banjo drauf, und wir hatten sogar Savas drauf, und das war natürlich der Mitgrund, warum, ey, du bist so krass. Ich hab eine Wespe gefangen, Alter. Unfassbar. Gut, und das war natürlich einer der Mitgründe. Jetzt bin ich aber auch außer Atem. Ja, du schwitzt ja schön. Ja, und deswegen haben wir dann halt zum Beispiel auch gesagt, dass wir es verkaufen. Und es wurde dann natürlich auch getoppt. Einfach. Also, wer es schafft, einen Diss-Song mit Savas zu machen, gegen Savas, so, ganz ehrlich, die Arroganz nehme ich mir raus. Wir haben ja gerade festgestellt, dass ich der Arrogante bin von uns, so. Ich kenne keinen, der das in Deutschland so gemacht hätte, der das kann und sich erlauben könnte. Ja? Und wir haben es geschafft, dass Sido einen Song von uns gecovert hat. So, ich kenne auch keinen, der das so gemacht hat in der Hip-Hop-Szene. So, Punkt. Gut, wird es denn noch einen dritten Teil geben von der Reihe? Können wir da hoffen? Wird es einen dritten Teil geben? Eigentlich hatten wir uns ja mal geschworen. Was hatten wir uns geschworen? Ich weiß es nicht. Ich hab geschlafen, glaube ich. Nein, es wird keinen dritten Teil geben. Also, es wird definitiv keinen dritten Teil geben. Einfach, weil wir keinen Bock mehr haben, mit Liquid Walker in irgendeiner Weise etwas... Genau. Ja. Erst wenn Liquid Walker sein Album rausgebracht hat. Und das dauert so einige Jahre noch. Okay, also soll ich nachher noch mit Liquid reden und ihn davon überzeugen, dass jetzt schnell mal doch Album... etwas. Irgendwelche anderen Kollabos, irgendwelche Wünsche für die Zukunft? Haben wir Wünsche kollabomäßig? Britney Spears. Gunter Gabriel, ehrlich gesagt. So viele. Ein. Ich finde Borgoa gerade total geil, England. So, halt. Die. Okay, EP kommt im Herbst. Was dann? Danach gehen wir normal weiterarbeiten. Die Frage war, was nach der EP kommt? Ja. Weil ich verstehe das voll schlecht, weil hier ist voll laut und so, Festival und alles. Danach kommt im Idealfall so eine kleine Tour oder so was Ekliges, Ähnliches. Und ja, die Straße erzählt sich, es kommt danach auch noch ein Album. Punkt. Wann? Erstmal kommt die EP im Oktober, Sex Sells. Alles weitere dann. Gut, dann danke ich euch ganz herzlich, wünsche euch ganz viel Erfolg heute. Ich freue mich sehr auf euren Auftritt. Und bei Rapspot hat es Tradition, dass die letzten Worte euch gehören. Achtung, jetzt ist auch der Hammer unsympathisch. Also, unsere EP Sex Sells kommt. Kommt im Oktober, ist geil und Hit an Hit. Ihr wisst, bei uns ist es immer ein bisschen catchier als bei anderen, wo es nicht so catchy ist. Und deswegen auf jeden Fall wissen wir im Moment nicht, was die Singles alles werden, weil die sind alle so geil. Wir feiern uns, Hammer und Zirkel. Danke, tschüss.